Einen Tag nach ihrem bundesweiten Warnstreik leitet die Lokführergewerkschaft GDL eine Urabstimmung über längere und häufigere Streiks ein. Zum zeitlichen Rahmen der Abstimmung machte sie zunächst keine Angaben. Weitere Warnstreiks seien nicht ausgeschlossen. Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte für massive Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Eigentlich wollten beide Seiten am Donnerstag ihre Tarifverhandlungen fortsetzen. Die Bahn sagte die Gespräche aber wegen des Streiks ab. Der Gewerkschaftsvorsitzende Klaus Wieselski kritisierte eine Hinhaltetaktik der Arbeitgeber.